Da geht es um schöne Dinge. Schneidbretter zum Beispiel für die Küche. Schneidbretter für die Küche sind häufig eben so ausgeführt, dass man oben auf der Schneidfläche die Hirnholzpartie des Holzes hat. Hirnholz hat Vorteile. Es ist generell härter und man schneidet keine Fasern ab. Das heißt, wenn ich Tomaten schneide, Salat schneide oder was auch immer, Fleisch schneide, dann durchtrenne ich keine Fasern. Im Langholz würde ich Fasern durchtrennen und wenn ich sie ein zweites Mal durchtrenne, dann fliegt der Splitter ab und das Schneidbrett wird sehr schön. Die Oberfläche bleibt länger schön. Genau, und bei Hirnholzbrettern bleibt die Oberfläche einfach sehr lange schön. Aber Hirnholzpartien haben oder bieten Schwierigkeiten bei der Bearbeitung. Ja, also Hobeln ist schwierig. Mhm. Vor allem das maschinelle Hobeln. Ich habe es noch nie gemacht, ich will es auch nicht machen. Ich habe es mal probiert, bin aber schnell davon abgekommen. Ja. Zum einen belastet es die Hobelmesser der Maschine extrem stark, Hirnholz. Ja. Zum anderen fliegen wirklich komplette Ecken weg. Ja. Also man muss das Brett größer machen. Verschwendung pur, gerade bei jedem Durchgang fliegt garantiert was weg. Ja. Von Handhobeln geht, ist aber sehr mühsam. Ja. Hirnholz hobelt sich auch recht schwer. Wir zeigen nachher eine Lösung mit der Oberfräse und einer Vorrichtung. Aber vorher würde ich noch ganz kurz mal drauf eingehen, wie entsteht überhaupt so ein Brett. Mach das. Wir haben ja am Anfang der Sendung viele kleine Klötzchen geschnitten. Ja. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, man leimt diese ganzen Klötzchen zusammen. Einzeln. Mhm. Das ist sehr mühsam. Und vor allem, wenn ich da irgendwie kleine Fehler drin habe, die addieren sich immer wieder. Ne? Wenn da irgendwie der Winkel nicht 100% stimmt, dann ist mein Brett nachher schief, die Punkte stimmen überhaupt nicht mehr. Also das funktioniert nur sehr, sehr schlecht. Wichtig ist natürlich für den exakten Look, sag ich mal, dass ich hier wirklich auf einem Punkt vier Rechtecke oder Quadrate genau treffen. Das ist so der Clou bei der Geschichte dann eigentlich. Man sieht dann wirklich jeden Versatz. Mhm. Ja. Viel einfacher ist es, wenn man sich möglichst aus unterschiedlich farbigen Hölzern solche Leimholzplatten macht, aus Streifen zusammengesetzt. Also ich habe jetzt Erle, amerikanischer Nussbaum. Und hier ist Kirsche, auch immer im Wechsel unterschiedlich. Ja. Also man muss sich ein bisschen konzentrieren beim Verleimen. Dass man nicht, man sollte sich das auch vielleicht mal aufzeichnen, markieren. Ja. Und ist auch eine wunderbare Sache zur Resteverwertung. Ja. Ja. Man hat oft Leisten, die reichen für Tischbein oder was man draus machen will, nicht mehr aus. Dann sammelt sich das in der Ecke und so kann man noch schöne Geschenke draus machen. Mhm. Man fängt also mit so einer Platte an, die wird verleimt. Dann wird die gehobelt. Mhm. Ganz normale Holzbearbeitung. Ich habe es quadratisch gemacht, also dass ich am Ende hier ein quadratisches Maß rausbekomme. Und dann schneidet man sich von dieser Platte Streifen runter. Ja, so. Und die werden dann, hier habe ich schon vorbereitet, auch teilweise wieder abgeschnitten, wenn ich die versetzt zueinander verleime. Ja. Genau. Das heißt. So, und dann entstehen solche Muster, da kann man also wunderbar mit rumspielen. Genau. Und dann habe ich den Leim irgendwann fertig und er ist ausgehärtet und dann wird das verleimt, dann habe ich überall den Leim, das ist mir beim Verleimen auch noch ein bisschen verrutscht, das heißt, das Brett ist uneben, aber ich will es ja schön glatt haben, eben gleichmäßig dick und da kommt jetzt die Fräsung, die Oberfräse ins Spiel mit der entsprechenden Vorrichtung. Genau, ich gehe mal aus dem Bild und hole sie heran. Ich nehme mal die Oberfräse. So, da haben wir sie. Wir sagen an der Stelle vielen Dank an Volker Braun. Volker Braun ist der Laser, der diese schöne Methode bei uns in der Lasergalerie auf holzwerken.net eingestellt hat. Und auch diese schöne Idee haben wir natürlich aufgegriffen für das aktuelle Heft von Holzwerken. Ja. Das ist ein Grundelement, eine Grundplatte. Auf der wird mein Werkstück positioniert. Das Werkstück könnte auch so eine Baumscheibe sein. Mhm. Müssen ja keine Schneidbretter sein. Man kann also auch sowas darauf plan fräsen. Man könnte auch ganz schwierig gewachsene Holzteile mit vielen Ästen, die wunderschön aussehen, aber sich schlecht hobeln lassen, können wir auch damit bearbeiten. Man kann das auch größer bauen. Das geht bis zur Tischplattengröße. Ja, klar. Das Grundprinzip ist wirklich skalierbar ohne Ende. Ja. Das Ganze ist aus Plattenmaterialien gebaut, die bleiben formstabil, kann man auch genau bearbeiten. Denn wichtig ist, dass diese beiden Teile, die wie eine Gleitschiene nachher funktionieren, dass die wirklich exakt parallel sind und gleich hoch. Mhm. Ja, das ist das wichtigste Teil eigentlich an der Führung, das am genauesten sein muss. Dann muss ich mein Werkstück in dieser Vorrichtung gut fixieren.
Das heißt, ich positioniere mir das, habe hier noch ein paar Holzreste dazugelegt. Ich zeige das gleich ein bisschen besser. Die endgültige Fixierung passiert mit zwei Keilen, zwei flache Keile, die gegeneinander verschoben werden und dann mein Werkstück hier klemmen. Okay. Muss natürlich alles dünner sein als mein Werkstück selbst. Und was auch wichtig ist, dass mein Brett, das ich fräsen will, ohne zu wackeln hier drauf liegt. Wenn das während dem Fräsen wackeln würde, dann hätte ich keine plane Oberfläche. Und dann da hätte ich irgendwo das krumm gefräst. Und da hast du was mitgebracht, das kannte ich persönlich überhaupt noch nicht. Das finde ich eine super coole Idee. Werde ich mir auf jeden Fall für meine eigene Werkstatt selber besorgen. Ja. Was ist das? Das nennt sich Glaserklötze. Die benutze ich unheimlich gern für alles Mögliche. Und zwar, der Name kommt daher, dass die Glaser die verwenden, wenn Glasscheiben im Rahmen eingesetzt werden, werden die untergelegt. Die haben die Breite entspricht einer Glasscheibe. Okay. Aber uns kommt es auf die Dicke an. Uns interessiert die Dicke. Mhm. Und das Schöne ist, die gibt es in verschiedenen Stärken. Und jede Stärke hat eine eigene Farbe. Und da kann man also sehr schnell bestimmte Maße sich zusammensetzen, die man braucht. Auch wenn man irgendwas ausrichten muss, mal eine Deckenverkleidung macht oder Abstandhalter beim Fußboden verlegen zur Wand hin, dass man den Abstand hält. Also für viele Sachen. Man kann die Oberfräse damit einstellen, bestimmte Maße. Also wenn man die mal in der Werkstatt hat, die benutzt man ständig. Ja, also ich bin ganz begeistert. Und damit kann ich jetzt das Brett hier ausrichten, dass es eben während des Fräsens nicht wackelt. Mhm. Und da muss man ein bisschen experimentieren. Hier liegt schon was drunter, welche Maße man da braucht. Denn natürlich kann ich nur eine extrem oder genau plane Fläche erzeugen, wenn unterwegs nichts kippelt. Ja, ganz klar. Wenn das während dem Fräsen kippelt, habe ich im Prinzip einen Knick in meiner Fläche. Genau, das will man nicht. So. Und die Keile werden das dann halten. Genau. Es kommt ja keine seitliche Belastung oft zustande. Das werden wir gleich noch sehen. Es wird ja extrem wenig abgenommen eigentlich. Ich mache das bei den Keilen auch ganz gern, dass ich, da sieht man, das sieht zwar ein bisschen unschön aus, kann man schlecht erkennen, aber die Kante ist mit einem ganz groben Sägeblatt gemacht. Damit die schön rau sind. Krallen die sich regelrecht ineinander. Das also funktioniert da ganz gut. Da müssen wir noch ein bisschen versetzen. Ja. Ein bisschen wir drehen ein bisschen weiter auf, genau. Und haben wir es? Ja. Schon wieder zu? Mhm. Okay. Genau, denn so hat man den ordentlichen Grip, weil wenn ich das alles extrem glatt mache, dann habe ich die Haftung wieder raus. Ne? Ja, genau, klar. So, das ist der Grundaufbau. Dann gibt es einen solchen Schlitten, der läuft auf diesen, nennen Sie jetzt Maschinen. Ja. Und hier kommt die Oberfräse rein. Das heißt, ich habe hier auf der ganzen Länge einen Schlitz, wo genug Platz ist für den Fräser. Da kann ich die verfahren. Mhm. Und dieser Schlitten ist jetzt wie eine ebene Führung in allen Ebenen, sodass, egal was ich drunter packe, wie krumm das auch ist, das Ergebnis wird plan. Genau, ich habe keinerlei Bezug zum Werkstück eigentlich als Anschlag am Anschlag. Das genau. Werkstück liegt da und wird gefräst. Genau. Und wenn ich halt dickere Werkstücke machen will, muss ich eine entsprechend andere Vorrichtung bauen. Ja. Aber ist schnell gebaut. Sag noch was zum Fräser vielleicht? Ja, ich habe hier einen Fräser drin. Vielleicht mal ein bisschen näher mit der Kamera rankommen, damit man das sieht. Christoph macht das. Wichtig ist, dass man einen Fräser mit Grundschneiden hat. So nennt sich das. Grundschneide bedeutet, der Fräser hat nicht nur hier seitlich eine Schneide oder in dem Fall zwei, sondern auch unten. Denn da passiert nachher das meiste. Und da muss man drauf achten, weil nicht alle Notfräser haben eine Grundschneide. Ja. Hier ist jetzt auch noch ein Wendeplattenfräser drin. Finde ich auch ganz toll. Vor allem bei Fräsern, die man oft braucht. Da kann ich die Schneiden bei Bedarf wechseln und habe auch immer das gleiche Maß. Hab Hartmetall, viele grundschneidende Fräser, muss man aufpassen, die sind nur hier angeschliffen. Ja. Das heißt, man hat zwar eine Hartmetallschneide seitlich, aber die Grundschneide ist ein weicherer Stahl, wird schnell stumpf. Da finde ich diese Hartmetallfräser besser. Und da die Wendeplatten oder die Wechselplatten, muss man auch fast sagen, sind natürlich praktisch, wenn ich am Samstagnachmittag plötzlich einen stumpfen Fräser habe, weil ich einen blöden Ast erwischt habe, dann wechsle ich die Platten und ich muss nicht auf den Schärfdienst warten. Und hier haben wir wieder das gleiche wie beim Fräser vorhin. Der hat auch noch oben ein Kugellager. Ich kann den also auch noch als Bündigfräser benutzen. Ja. Also vielseitig einsetzbar. Ja. Ja. So, jetzt ist es auch so, Thema Wendeplatten ist ein gutes Stichwort. Je schärfer der Fräser ist bei diesem Arbeitsgang, desto glatter wird die Oberfläche. Man darf jetzt kein Ergebnisse erwarten, das wie geschliffen ist. Das gibt Hirnholz beim Fräsen einfach nicht her. Aber dennoch macht es einen Riesenunterschied, ob mein Fräser wirklich scharf ist oder ob ich einen
schon stark benutzen. Ja. Also wenn der Fräser stumpf ist, vereinfacht ausgedrückt, muss ich mehr schleifen. Ja, und zwar massiv mehr teilweise. Ja. Was auch einen Unterschied macht, ist, ob ich auf einen Schlag viel Material abtrage oder in dünnen Schichten das runternehme. Wenn ich in mehreren Schichten fräse, wird beim Hirnholz das Ergebnis glatter. Ja. Also auch da lieber einmal länger fräsen und weniger schleifen. Und mit dünn meinst du wirklich sehr dünne Schichten? Ja, wenige Zehntel Millimeter. Ja. Beim ersten Durchgang kann man vielleicht ein bisschen mehr nehmen, bis der Leim weg ist, je nachdem. Ich habe den jetzt beim Verleimen mir nicht die Mühe gemacht, den abzuwischen. Ja, ja. Gut, hätte auch Nachteile, weil dann reibst du es ins Hirnholz rein. Wer weiß, wie tief das dann sickert. Dann sieht das vielleicht nach dem Ölen fleckig aus. Ganz genau. Deswegen bei dem ersten Durchgang kann man vielleicht ein bisschen mehr wegnehmen, aber je mehr man sich dem Ende neigt, desto weniger nimmt man weg und spart sich dann viel Arbeit. Wie beim Hobeln auch, wo ich den letzten Strich möglichst fein nochmal ausführe. Ja. Ja, genau. So, du brauchst Strom und Absaugung. Ja. Wir tauschen. Das war der Sauger. Kleiner Schreckmoment. Das war der Sauger, okay. War nur der Sauger, wurde gemerkt. Das war nur der Sauger, weil die Fräse hat eine Beleuchtung und die zieht schon Strom und schaltet den Sauger ein. Alles klar. Gut. Muss man sagen, ist eine Fräse, ist relativ neu, 2-3 Jahre auf dem Markt, hat eine dauerhafte LED-Beleuchtung und da sagt der Sauger, der aktiviert wird, wenn Strom fließt, oder fließt das der Strom. Das reicht ihm schon aus und dann schalte ich mal an. Genau. Dann erschrickt man halt mal. Ja, genau. Vor allem, wenn man mit Werkzeug arbeitet, das man nicht gewohnt ist. Ja, genau. Und, immer schwierig. Und wenn man dann noch unter 4000 Watt Lichtbeleuchtung steht und 2 Kameras auf sich gerichtet hat. Also die Schweißperlen sind dann vom Licht. Genau. So, das... ganz kurz, ist das richtig fest, bis wir nochmal gucken? Ich hatte gerade den Eindruck, als hätte sich bewegt. Bevor wir jetzt vielleicht hier nochmal ein bisschen besser verspannen. Ja, das ist okay. Wie gesagt, es kommt kaum seitliche Belastung. Okay. Das ist das Schöne daran. Gut, dann können wir loslegen. Die Tiefeneinstellung muss man dann nochmal an ein paar Stellen probieren. Ja. Also ruhig an ein paar Stellen probieren. Bezugspunkt ist der höchste Punkt. Ne? Dass man so ein bisschen den höchsten Punkt findet und den ersten Fräsgang danach ausrichtet. Ja. Sonst fräst man an irgendeiner Stelle zu viel, zu wenig und muss wieder drüber. Und das mal ein bisschen ausprobieren. Man sieht das ja, ob die Fräse aufsitzt. Mhm. Hier ist sie frei. Hier sitzt sie schon auf. Mhm. Ja. Hier ist sie frei. Das sollte also passen. Ja, da bin ich gespannt. So. So, dann schalte ich hier mal manuell ein. Soll zum Zeigen mal reichen. Wir wollen ja auch den Unterschied demonstrieren. Man sieht natürlich ganz leichte Frässpuren, ganz minimal, aber fühlen würde man die, fühlen kann man es nicht. Ja, das würde beim Schleifen verschwinden. Mit dem Exzenterschleifer, Schwingschleifer nochmal drüber. Aber man könnte dann auch noch einen zweiten Durchgang machen. Man sieht schon, dass man hier ja doch in sehr großer Geschwindigkeit eigentlich die ganze Fläche abgerichtet hat. Ja. Ja. Der Vorteil dessen, dass man nur wenig Material abträgt, ist auch, dass man weniger auf Gleichlauf und Gegenlauf achten muss. Nimmt man jetzt viel Material runter, dann muss man wirklich darauf achten, dass man immer im Gegenlauf fräst. Ja. Sonst haut es einem die Fräse mal zur Seite. Dann wird es gefährlich. Bei so einem ganz geringen Materialabtrag wird man kaum einen Unterschied merken. Also wir dürfen es nie offiziell sagen, dass man Gleichlauf fräst, aber... Naja, man wird es kaum. Bei einer Spannabnahme von einem Zehntel Millimeter. Und geführt. Und geführt, denke ich, kann man da nicht sagen. Und wenn man mal eine Stelle zu wenig gefräst hat, merkt, da hat man vergessen, geht man einfach wieder drüber. Ja, genau. Ja?
Wichtig ist nur, dass man in dem Durchgang wirklich die komplette Fläche hat, dass man nicht irgendwie eine Partie vergessen hat oder so. Ja. Dann würde man das Ganze umdrehen und könnte es dann auch noch auf eine gleichmäßige Dicke bringen. Das ist das Dickenhobeln sozusagen, nur eben mit der Oberfräse. Mit der Oberfräse, ganz genau. Und dann kann man natürlich noch Feinheiten machen, wie, wenn ich möchte, eine Saftrille einfräsen. Denn dafür ist diese Vorrichtung eigentlich auch ganz gut gemacht. Ja. Man muss ein bisschen dann gucken, dass man die Richtung behält und solche Geschichten. Aber auch in einem regulären Langholzbrett kann ich mit dieser Vorrichtung wunderbar, wenn ich freie Hand fräsen möchte, Vertiefungen ausnehmen. Geht. Ja. Wenn wunderbar. Ein Schild mit einem Schriftzug und vielleicht noch ein Bild, das könnte ich dann machen. Genau. Alles, was größere Vertiefungen sind als die Grundplatte meiner Fräse. Genau, genau. Dann kann ich das hier mitmachen. So ist es, genau. Das ist eine Spitzenidee von Volker Braun, unserem Leser, umgesetzt und eingestellt in die Lesergalerie von Holzwerken TV. Heiko, das hat richtig Spaß gemacht. Schöne Ergebnisse, schöne Ideen von dir, schöne Ideen von unseren Lesern. Ich sag vielen Dank dafür. Schön, dass du hier warst. Jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen Fragen dazu von unseren Lesern. Wie kriegen wir die beantwortet? Die Fragen können über das Kontaktformular auf holzwerken.net gestellt werden. Genau. Ich werde mir die Fragen dann alle vornehmen und in meinem nächsten Blogbeitrag dann abarbeiten. Am kommenden Dienstag, Und dann die Fragen beantworten. Genau. Oder auch was bei Facebook jetzt reingekommen ist, das schauen wir uns auch nochmal an. Genau. Wir können ja schlecht zeitgleich beantworten und zeigen. Nee, das heißt, das wird nicht. Im Nachhinein dann gemacht. Unser Kollege Christian sitzt gerade dabei, macht so ein bisschen was, aber wir werden dann fachlich nochmal ein bisschen mehr machen. Knüpfen wir uns dann nach der Sendung vor und beantworten dann die Fragen, die wir jetzt in der Live-Sendung vielleicht vergessen haben, nur noch zu wenig drauf eingegangen. Es ist eine Live-Sendung. Ich hoffe, Sie sehen uns einen kleinen Versprecher nach. Also mir hat es Spaß gemacht. Es wird auch sämtliche Bestandteile dieser Sendung, dieser Live-Sendung, in den nächsten Wochen auf YouTube geben als einzelne Filme, jeweils dem spezifisch zu den 6 Themen, die wir heute bearbeitet haben, als da gewesen wäre das kleine Klötzelschneiden von kleinen Klötzen, das Rundstabfräsen, das Einsatzfräsen, diese Zinkenführung, die wir dort hatten von Herrn Saupe, den Phasenknecht, den wir eben hatten mit dem Bandschleifer und zum Schluss das Hirnholzfräsen. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich sage nochmal vielen Dank. Und ich bedanke mich bei Ihnen, unseren Zuschauern bei Holzwerken TV, für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.